This world once belonged to us, the humans. We were the rulers and masters of this land in this era of prosperity. But then, on one fateful day, everything changed. From the high heavens descended an unspeakable evil, a creature, a monster. He proclaimed himself as Omnicron, the king of the Nexomon. This wicked behemoth threatened to engulf our humanity into darkness. With one shattering roar, an eternal war between humans and Nexomon began. Over centuries of violence, humans learned how to tame and befriend the Nexomon and use them to fight against Omnicron himself. Then, in the midst of a dark age, one brave human warrior rose against all odds. And with the help of his Nexomon companions, he defeated Omnicron. The war ended, and centuries later, we live in a peaceful world along with our Nexomon friends. For Omnicron's darkness was forever destroyed. Or so we thought. Dies ist das Ende deines Weges, Champion der Menschheit. Mein Aufstieg hat Jahrtausende, bevor du in diesem winzigen Land geboren wurdest, begonnen. Niemand wird Omnicron besiegen, den allmächtigen König der Nexomon. An diesem schicksalhaften Tag wird meine Art aus der Asche eurer Welt wieder auferstehen. Weiche jetzt! Our story begins with a young and normal human child. Little does he know, his life is about to change very, very soon. Überprüfe die mysteriösen Geräusche unten. Und damit herzlich willkommen zu einem Testvideo. Ja, warum mache ich dieses Testvideo? Ich muss mal ganz kurz die Musik ein kleines bisschen leiser machen. Hier ist es echt schwierig bei diesem Spiel, den Ton einzustellen. Ihr werdet euch, werdet es gemerkt haben, es war immer mal laut, mal leise und so weiter, weil es einfach total durcheinander ist. Warum mache ich dieses Video? Leute, die schon länger auf meinem Kanal sind, wissen, dass ich bereits beide Nexomon-Teile durchgespielt habe, zumindest was die Story angeht. Dieser Teil ist jetzt allerdings auf die Nintendo Switch gekommen. Bisher kamen wir nur in den Genuss, Nexomon Extinction auf der Switch spielen zu können. Jetzt kann man den ersten Teil Nexomon auch auf der Switch spielen. Und seit heute, dem 17.09.2021, für ungefähr 8-9 Euro kann man dieses Spiel kaufen. Ohne Scheiß, Leute,
Preis ist echt ein Knüller für das Spiel. Ihr habt echt hier stundenlanges Gameplay. Also ich werde mindestens 20 Stunden werdet ihr beschäftigt sein mit dem Spiel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil hier auch noch ein ordentliches Postgame dazu gehört. Und da komme ich auf das zu sprechen, was ich eigentlich mit euch besprechen möchte. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, ich werde wahrscheinlich mit dieser Switch-Version nochmal das Spiel durchspielen. Allerdings on my own. Ich werde es alleine durchspielen. Und werde dann, wenn ich soweit bin, das Postgame noch spielen. Viele Leute haben sich gefragt, Tobi, warum spielst du das Postgame nicht? Es wäre doch schön, wenn du es mal spielen würdest. Weil das deutlich besser ist als das eigentliche Nexomon-Spiel. Also das ist der erste Teil, ist sehr geradlinig, schlauchförmig, sage ich jetzt mal so, von der Welt her. Ist, der zweite Teil ist ziemlich Open-World-mäßig gehalten. Also man kann mehrere Bereiche von vornherein begehen. Und hier ist es halt wirklich geradlinig Geschichte. Und tatsächlich muss ich sagen, der zweite Teil ist deutlich besser als der erste. Aber der erste ist nicht schlecht. Aber ich erzähle euch gleich, warum ich mich dazu entschieden habe, erst mit der Switch-Version das Postgame zu spielen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Story noch ein kleines bisschen an und gucken uns an, ob die Switch-Version, zumindest grafisch und so, ne, hier gut funktioniert. Das Gerät funktioniert wunderbar, Sir. Es ist ganz bestimmt fertig zur Auslieferung. Sollen wir? Ich werde es mir ansehen. Zeig es mir. Natürlich, bitte folge mir. Komischer Typ, ne? Mutter hat alles mitgekriegt. Vater geht mit irgendeinem mysteriösen Mann in den Keller. Mhm. Hat dich der Lärm geweckt, Schatz? Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Es ist nur ein weiterer Test unserer neuesten Erfindung. Das erinnert mich. Ich glaube, Ellie hat nach dir gesucht, Schatz. Warum gehst du nicht raus und suchst sie? Sie will dir vermutlich ihr neues Spielzeug zeigen. Wie aufregend. Okay, also runter darf ich nicht, oder wie? Hey! Warte, dein Vater ist gerade in einer sehr wichtigen Besprechung. Gehst du raus und spielst ein wenig mit Ellie? Ich will nicht spielen, ich will hier die Story verstehen. Ja, also ich habe dieses Spiel komplett, also zumindest die Story auf jeden Fall schon mal durchgespielt. Ihr könnt euch das Let's Play gerne angucken, wenn ihr möchtet. Also für diejenigen, die sagen, sie hätten gerne mehr von diesem Spiel gesehen. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal bei diesem ersten, bei diesem einen Part bleiben, wo ich jetzt nochmal die Switch-Version einfach nochmal kurz angucke. Ich wollte euch eigentlich nur darauf hinweisen, dass es endlich soweit ist. Diejenigen unter euch, die halt eben den zweiten Teil schon geliebt haben auf der Switch, jetzt könnt ihr auch endlich den ersten auf der Switch spielen. Allerdings nur als Download-Titel. Es gibt keine Retail-Version aktuell. Ich weiß nicht, ob es irgendwann in Zukunft noch kommt, aber aktuell leider nicht. Bleib weg von uns. Du kannst die Atlas nicht nehmen, er gehört nicht dir. Ich gehe ohne diesen Roboter nirgendwo hin. Geh weg. Komm zurück. Ich hab Nein gesagt. Sie alle an dem Roboter zehren. Der Arme, der fällt gleich auseinander. Yo. Pff. Voll gebasht. Oh, den Kopf muss gegeben, oder? Was ist dein Problem, Kind? Guck, da drüben. Er hat einen Nexomon-Container fallen gelassen. Ich wette, den hat er auch gestohlen. Wir müssen ihn uns zurückholen. Hey, das gehört dir nicht. Ja, ihm ja auch nicht, oder? Also wissen wir nicht, ne? Ich meine, von einem Dieb was stehlen ist auch nicht unbedingt gerade eine feine englische Art, oder? Warum bist du so stark? Atlas, das ist deine Chance. Ja, Meister Ellie, hier komme ich. Was macht dein bescheuerter Roboter nun? Oh Gott, ich hab schon alles vergessen, ey. Lass mal wieder einen Schuss in den Ofen. Ich glaube, den Witz habe ich letztes Mal schon gemacht. Der bietet sich aber auch an, ne? An alle Pokémon-Fans da draußen. Schnell, wir müssen uns das nächste Mal zurückholen. Der andere ist weg. So viel zum Thema schnell. Ja, und jetzt geht es darum, sich ein Anfangs-Nexomon auszusuchen.
Ja, für alle diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen, wie gesagt, ihr könnt euch gerne das Let's Play, was ich bisher schon gespielt habe, dazu angucken. Ansonsten erkläre ich es nochmal ganz kurz. Es ist eine Art von Pokémon-Spiel. Erinnert sich schon am Namen, Nexomon, Pokémon. Und hier haben wir im Gegensatz zu den normalen Pokémon-Spielen eine deutlich interessantere Geschichte, vor allen Dingen beim zweiten Teil. Und es ist wieder ein bisschen altmodischer, so wie Pokémon-Spiele halt früher gewesen sind. Es ist ein deutlich höherer Schwierigkeitsgrad, als man heutzutage bei Pokémon-Spielen findet. Aber das Prinzip ist das gleiche. Das Prinzip ist, wir sammeln einfach verschiedene Nexomon und versuchen einer Geschichte zu folgen, Gegner zu besiegen und so weiter. Ich möchte nicht zu viel über die Story erzählen, zu viel spoilern. Ich sage euch nur, dass das Grundprinzip das gleiche wie bei Pokémon ist. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns ein Starter-Nexomon zu schnappen. Das letzte Mal habe ich Velo-Kitty genommen, wenn ich richtig im Kopf habe. Deswegen nehme ich jetzt ein anderes. Ich glaube, ich würde Fethra nehmen. Das finde ich vom Design her fast am coolsten von denen, die hier jetzt gerade sind. Ne? Den Normalstarter, den nimmt da sowieso keiner. Ja, und es ist schon mal anders wie bei Pokémon. Anders als bei Pokémon. Jetzt sage ich schon selber wie. Oh Gott. Anders als bei Pokémon. Man kann hier nicht zwischen drei Startern, Feuer, Wasser, Pflanze, entscheiden, sondern man hat hier Normal, Gestein oder Mineral, Luft oder Wind, wie auch immer, Wasser, Pflanze, Elektro und Feuer. Und von all denen kann man was nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Wind. Wind, genau. Nicht Luft. Wind. Ja, den nehme ich. Der soll mein Partner werden. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede zu Pokémon, die kann ich euch nochmal kurz erklären, wenn es soweit ist, wenn wir den ersten Kampf bestreiten. Ich denke mal, das wird jetzt gleich vorkommen. Hey, was hast du mit meinem Partner angestellt? Ach, der ist jetzt mal kurz weg. Der fliegt ein bisschen durch die Gegend. Vergiss es, ich kann sowieso alleine mit dir aufnehmen. Du hast keine Chance gegen meinen Nexomon. Hey, benutze das Nexomon, das du gerade bekommen hast, um gegen ihn zu kämpfen. Und da haben wir schon unseren ersten Kampf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's echt vermisst. Wirklich. Ich hab's echt vermisst. Genau. Was ist jetzt hier unterschiedlich? Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, ganz normale Angriffe zu starten. Hier zum Beispiel haben wir 100% Chance. Steht immer oben drüber. Windkugel 100% Chance zu treffen. Hier Schlaf zum Beispiel 40% Chance zu treffen. Schlaf zieht natürlich nichts ab, deswegen steht 0 bei dem Schwert. Oder hier 40er Windschaden oder 35er Normalschaden. Natürlich gibt es auch wieder die Wechselwirkungen. Das heißt, wenn wir mit Wind angreifen, ist das effektiv gegen Pflanze, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es gibt wieder diese Wechselwirkungen, die man halt kennt. Gegen Normal gibt es jetzt keine wirklichen, habe ich jetzt keinen großen Vorteil. Jetzt gerade mit diesem Nexomon offensichtlich nicht. Und es steht immer unten drunter, das ist auch anders als bei Pokémon, was für eine Art Nexomon das ist. Das Gegner-Nexomon war jetzt ein ungewöhnliches, also das sagt sozusagen die Seltenheitsstufe über dieses Nexomon aus, wie oft ihr das im Spiel finden könnt. Und besondere bedeutet in dem Falle, es ist ja ein Starter, das werdet ihr nur sehr selten finden. Aber man kann es tatsächlich, man kann alle Starter in der freien Wildbahn finden, was auch anders ist als bei Pokémon. Und das ich auch gut finde, weil dann kannst du auch wirklich sammeln, wenn du alle haben möchtest. Willst du mich verarschen? Ja, schon, aber wir haben trotzdem nur gekämpft. Der fällt einfach mal solidarisch um. Der stand doch gerade eben noch. Das war beeindruckend. Unmöglich, dass das wirklich dein erster Nexomon-Kampf gewesen sein soll. Ja, und da wären wir beim Thema. Ihr seht's, dass das dein erster Nexomon-Kampf gewesen sein soll. Leider, leider. Habe ich auch beim ersten Let's Play nochmal schon erwähnt. Dieses Spiel hatte ursprünglich keine deutsche keine deutsche Übersetzung der Texte. Diese deutsche Übersetzung kam erst viel später dazu. Und sie ist leider, muss man auch sagen, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil ziemlich fragwürdig. An vielen Stellen müsst ihr euch einfach denken, was das eigentliche richtige Wort gewesen sein soll, weil das stimmt ja offensichtlich nicht. Meistens überliest man es, wie ich jetzt gerade gemacht habe, dein erster Nexomon-Kampf gewesen sein soll,
Mich stört jetzt ehrlich gesagt nicht, aber solltet ihr wissen, dass es hier vielleicht zu kleinen grammatikalischen Fehlern kommen kann. Oh, das ist richtig. Ich sollte dich meiner neuesten Erfindung vorstellen. Das ist Atlas. Hey, ihr. Du wirst ihn lieben. Lass mich dir zeigen, was er kann. Oh, da kommt der Schnüsel. Was haben wir denn hier? Ein Atlas. Er ist der Nexolot. Soll ich mir auch so eine blaue Strähne in die Haare machen? Und dann so hochstellen? Cool, oder? Mach ich jetzt nichts, okay? Der beste Nexomon-Bändiger in der Welt, gewiss. Und du musst... Okay, ich denke, das ist im Moment nicht wichtig, oder? Selbst ich kann nicht auf alle Schwächlinge in diesem kleinen Ort aufpassen. Der hat ganz schön spitze Ohren. Ist der mit Link verwandt? Ist das dein Nexomon-Kind? Es gehört nicht zu dir, oder? Du denkst, dass du würdig bist, ein Nexomon zu benutzen? Hast du was Nötiges, um ein echter Nexomon-Meister zu werden? Komm schon, Kind, zeig mir, was du kannst. Du hast den Mut, etwas von mir zu stehlen. Warum hast du jetzt Angst? Behalte das Nexomon, Rotzbengel. Lass es dir immer eine beschämende Lehre sein, wie schwach du bist. Jetzt, wenn du nun so freundlich wärst, mir aus dem Weg zu gehen. Steh auf, Loser! Er hat ihn nur gestreichelt, liebe Kinder. Schlagen ist niemals gut. Ja, mein Lord. Lebt wohl, Kids. Betet besser, dass wir uns nicht wieder über den Weg laufen. Was für ein netter Gentleman. Ja, er war extrem nett. Also vor allem seine Strähne war echt nett. Was stimmt denn mit dem nicht? Offensichtlich plant er irgendetwas Böses. Ist dir nichts Seltsames an mir aufgefallen? Wie, dass er den Boden zum Explodieren brachte? Er kommt immer hierher. Es muss mit der geheimen Maschine zu tun haben, die deine Eltern bauen. Vielleicht können wir ihn verfolgen. Bist du verrückt, diesem Typen folgen? Komm schon, das ist kein Videospiel. Und dieser Humor ist übrigens auch Standard in diesem Spiel. Es sind so viele Schwachsinnsanspielungen geben, wirklich. Also aber das liebe ich tatsächlich. Das habe ich an dem Spiel wahnsinnig gemocht. Also das ist wirklich ein großer Pluspunkt meiner Meinung nach. Hey, das könnte wichtig sein. Ich denke, du solltest die intelligente Figur in dieser Geschichte sein. Gut, dann ist hier eine intelligente Idee. Wir sollten uns ein weiteres Nexomon besorgen. Was? Hier lang. Wir müssen uns vor nichts fürchten, wenn wir dem Nexolot folgen. Ich bin mir sicher, dass Atlas dir zeigen kann, wie man ein Nexomon fängt. Ich denke, ich schulde dir etwas dafür, dass du mich gerettet hast. Ich weiß schon, wie man das hinkriegt, aber danke. In Ordnung, folge mir, wenn du soweit bist. Weiter, du wolltest doch immer etwas über Nexomon lernen. Ich werde dich später einholen, okay? Ja, in jedem... Monsterfang- und Kämpfspiel, um jetzt einen Überbegriff zu finden zwischen Nexomon und Pokémon. Ich sag mal, in jedem Mon-Spiel ist es tatsächlich so, dass einem immer aufgedrängt wird, gezeigt zu bekommen, wie man einen Monster fängt. Das wissen wir jetzt mittlerweile zu Genüge, oder? Übrigens wundert euch nicht, dieses Spiel ist erstmals auf Handy erschienen, tatsächlich. Deswegen sieht das alles ein bisschen... Also sieht halt aus wie ein Handy-Game. Soll aber nicht so... Also ist wirklich tatsächlich nicht so schlimm. Es ist kein typisches Handy-Game. Es spielt sich wirklich wie ein Pokémon-Spiel. Gebt dem Ganzen ruhig eine Chance, wenn ihr mal ein paar Euro übrigen könnt, weil das ist kein Vollpreistitel und dafür kriegt ihr echt viel. Oh, hey, da bist du ja endlich. Wie geht es dir? Bereit, einen neuen Freund zu finden? Ja, exzellent. Komm mit mir. Bevor wir anfangen, brauchst du einige Nexo-Traps. Hier, nimm die. 3 Nexo-Traps erhalten. Das sind die Pokebälle. Nun, lass uns mal schauen. Nexomon leben nahezu überall, aber wenn sie Bändiger wie dich sehen, versuchen sie sich zu verstecken. Siehst du das Gras dort drüben? Fällt dir etwas Seltsames daran auf? Es wackelt.
Schon interessant, dass ein Nexomon die ganze Zeit in einem kleinen Busch versteckt bleibt und wackelt. So zittert. Richtig, es bewegt sich. Ein Nexomon muss sich darin verstecken. Wenn du dich ihm näherst, wird sich das Nexomon vermutlich versuchen zu verteidigen. Das ist der Moment, wenn wir es einfangen. Weiter, nähere dich dem wackelnden Gras. Und das sind ja Items. Mann, ich will das Item. Das Glitzernde da unten, das ist ein Item. Aber ich muss jetzt erstmal ein Nexomon fangen, sonst lässt mich der Atlas nicht in Ruhe. Ein ungewöhnliches Beraven. So, ich werde es versuchen, mal nicht zu töten. Achso, ich muss direkt... Ah, okay, weil... Was, ich soll ein Gold-Nexotrap nehmen? Für alle, die nicht wissen, was Gold-Nexotraps sind, das sind so gesehen Meisterbälle. Die kriegt man häufiger in diesem Spiel. Also ihr kriegt nicht nur einen goldenen Nexotrap, ihr kriegt wirklich mehrere. Also solltet ihr allerdings aber auch nur dann verwenden, weil sie jetzt nicht ganz so häufig sind. Also ich sag mal so, wenn es 10 im Spiel gibt, dann ist es gut. Solltet ihr nicht ganz so häufig verwenden. Am besten nur für Nexomon, die wirklich schwer zu fangen sind. Also ganz sowas. Halt legendäre Nexomon. Aber jetzt muss ich für diesen Kampf muss ich offensichtlich ein goldenes verwenden. Es hat halt 100% Fangchance. Das heißt, es kann gar nicht daneben gehen. Wie der Meisterball eben. Okay. Beron habe ich gefangen. Darf ich den überhaupt behalten oder behältst du den etwas? Ah nee. Tatsächlich. Zum Team hinzu. Warum nicht? Kann sich als gut herausstellen, je nachdem. Erstes Nexomon gefangen hier. Nice. Gut gemacht. Hey, wie ich sehe, hast du endlich 2 Nexomon. Es wird nun etwas einfacher für dich. Hä? Das Nexomon, das du gefangen hast, ist ein bisschen erschöpft vom Kampf, meinst du nicht? Hier, ich habe einige Gegenstände, die dein Nexomon heilen können. Heiltränke. Gut, ist klar, ne? Wenn angeschlagene Nexomon da sind, ein Trank heilt das Ganze dann wieder. Ein Nexomon zu heilen ist wirklich einfach. Öffne einfach dein Menü und verwende die Tränke an. Alles klar? Sorge dafür, dass dein Nexomon immer gesund ist. Bedenke, dass die meisten Städte kostenlose Heilzentren haben, die du benutzen kannst. Bist du jetzt bereit? Ich habe nämlich einen Plan. Ich habe die Spur des Nexolot verloren, aber es gibt einen anderen Weg, etwas über ihn zu erfahren. Im Atlas? Es gibt einen starken Bändiger namens Ivan, der in Parum lebt. Er ist ein Aufseher. Aufseher sind großartige Bändiger, die vom Nexolord selbst auserwählt wurden. Er muss etwas wissen. Der Ort Parum ist ganz nah. Was hältst du davon, wenn wir Ivan einen Besuch abstatten und ihn nach dem Nexolord fragen? Los geht's. Es wird Spaß machen, einen starken Bändiger zu treffen. Sei vorsichtig da draußen. Ich werde dich kontaktieren, sobald ich etwas über den Nexolot herausgefunden habe, okay? Gut, liebe Leute. Oh. They hope to meet Ivan, the overseer of that town, who might know something about the mysterious Nexolord. Genau. Wir müssen zu Ivan. Ivan, dem Schrecklichen. Hier, genau. Also diese glitzernden Punkte sind immer Items. Die solltet ihr auf jeden Fall anditschen mit A. Das soll es jetzt aber wirklich für einen einfach nur ein Informations... Es sollte ja eigentlich nur ein Informationspart sein. Ich wollte euch nur ganz kurz sagen, warum ich mich damals dazu entschieden habe, nicht das Postgame zu spielen. Einerseits hat mir der erste Teil zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gespielt habe, nicht so zugesagt. Das hat aber nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun. Das hat mit dem Medium zu tun. Ich habe es nämlich auf Steam gespielt. Ich bin überhaupt kein Fan von Spielen am PC. Denn auch bei diesem Spiel, das werdet ihr noch früh genug rausfinden, wenn ihr es selber spielt, müsst ihr aufleveln ab einem gewissen Punkt, um überhaupt weiterzukommen. Es ist nämlich gerade bei den Bossgegnern echt hardcore. Ihr solltet den Schwierigkeitsgrad hier nicht unterschätzen. Der ist echt ordentlich groß. Und deswegen, das Aufleveln zum Beispiel, bei solchen Spielen mache ich, ich,
sowas mag ich gerne auf dem Sofa, im Bett oder sonst irgendwas. Solche Spiele spiele ich halt einfach wahnsinnig gerne im Handheld-Mode. Und deswegen hatte ich hier die Motivation einfach nicht, groß weiterzuspielen. Natürlich hat noch dazu reingespielt, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass der erste Teil nicht so genial gewesen ist wie der zweite Teil. Heißt, wie gesagt, aber nicht, dass er schlecht ist, sondern einfach nur, dass er nicht ganz so gut ausgearbeitet ist wie für die Fortsetzung. Ich gebe diesem Spiel jetzt auf jeden Fall noch eine Chance. Ich habe es mir jetzt für die Switch geholt und werde es jetzt weiterspielen. Es wird eine Weile dauern, bis ich zum Postgame dann komme. Wenn ich dann soweit bin, verspreche ich euch, dass es dann eben weitergehen wird mit Nexomon. Ich hoffe, ihr könnt so lange warten. In der Zwischenzeit könnt ihr ja selber einfach mal ein kleines bisschen spielen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dürft ihr gerne eine positive Bewertung dalassen und Kommentare natürlich auch sehr gerne. Ich werde euch jetzt hier im Endscreen dann oder halt jetzt kurz am Ende des Videos werde ich euch kurz eine Verlinkung reinmachen zu dem Let's Play zu diesem Spiel, falls ihr euch das angucken wollt. Und sage Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.